Meine Damen und Herren, das große Finale. Unser violettes Pfirsichgesicht Thanos gegen den nicht so kinderfilmwürdigen Shrek. Thanos aus Endgame, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Film aller Zeiten, der dieses Jahr rauskam. Shrek hat auch bald einen neuen Film, Shrek 5 kommt auch dieses Jahr raus. Aber kommt da nicht noch ein großer Film raus? Jemand hat das Wasserloch vergiftet. Ebenfalls in diesem Video. Was? Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Übs. Steht für Ultimate Epic Battle Simulator, für unglaublich einsamer Besenstiel oder für die ganzen anderen Abkürzungen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ich liebe sowas. Heute kommen viele Einheiten aus der letzten Folge nochmal zurück, es kommen aber auch einige neue dazu, die auch einfach nur komplett bescheuert sind. Wenn ihr eigene Vorschläge habt, wer sich als nächstes die Birne wegschnetzeln soll, da dürft ihr gerne einen Kommentar da lassen. Und, ja, wir fangen direkt mal an. Die Aliens sind auf unserem Planeten angekommen und wollen alles kaputt machen. Die haben sogar Riesenspinnen dabei. Doch es gibt nur eine Armee, die sie aufhalten kann. Und zwar die YouTuber-Armee. Yeah! Wer denn sonst? Heute ist es nicht Plants vs. Zombies, sondern Pranks gegen Aliens. Los geht's. Die YouTuber haben letztes Mal richtig schlecht gekämpft. Ich hoffe, dieses Mal haben sie aus ihren Fehlern gelernt. Die greifen sich selbst an. Ja, das sind aber unschlüssige Alien. Oh, ich habe was falsch angestellt. Nein! Okay, hier sind wir wieder. Diesmal ein bisschen weniger von diesen Dingern, damit es ein bisschen fairer ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die YouTuber haben eh keine Chance. Das ist so eine schwache Einheit. Oh, 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 oh. Haltet durch! Rennt einfach weiter. Ihr müsst das schaffen. Ich meine, ich habe ja erwartet, dass es so rauskommt, aber das ist doch ein bisschen sehr einseitig. Was macht ihr da oben? Ist das die Angstecke oder was? Eure Kumpels kämpfen da und ihr versteckt euch da oben? Was soll denn das? Die Aliens haben gewonnen. Aber vielleicht auch nicht. Boom! Oh Gott, mir sind gerade die ganzen Spinnen in die Kamera geflogen. Hoffen wir einfach, dass es niemals einen Krieg gibt und die YouTuber an die Front geschickt werden. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Viele Leute wollten mehr Tiere sehen. Und die habe ich euch jetzt mitgebracht. Wir haben letztes Mal ja ein Känguru erschaffen mit dem Namen Clara, das Killer-Känguru. Und das sind einfach 500 Stück davon. Wir haben auch 500 Superhühner. Uff, das alleine wäre schon genug, um eine ganze Welt einzunehmen. Aber sie sind nicht alleine. Wir haben hier noch Krokodile, die, was? Auf ihren Hinterbeinen laufen und ein Schwert tragen. Ich glaube, ich muss das nochmal nachlesen im Biologiefachbuch, ob das wirklich stimmt. So sehen Krokodile im Zoo aus, wenn niemand hinguckt. Und dann haben wir hier noch Werwölfe. Die seht ihr, glaube ich, eher nicht im Zoo. Egal. Oh meine Güte, yo! Junge, wie das aussieht! Die sind schon fast alle tot! Das ist ein Durcheinander. Hier lebt einfach niemand mehr. Die wurden alle ausgeschaltet. Es ist nur noch ein Duell zwischen den Hühnern und den Kängurus. Das ist das letzte Känguru. Wo schießt du hin? Da steht niemand. Ich steuere es. Ah! Wow. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich glaube, uns steht eine Herrschaft durch Hühner bevor. Ich habe mir sehr viele Einheiten runtergeladen für diese Folge. Ich weiß bei den meisten gar nicht, was die machen. Und da gucken wir doch mal, was die so drauf haben. Okay, was genau ist das? Da hat jemand einfach solche Reptilien genommen und denen eine Waffe in die Hand gedrückt. Ich dachte schon, das sind Bananen oder so. Was ist das? What? Die sind voll gruselig, diese Dinger. Los! Okay, die ballern direkt los. Okay, okay, okay. Nee, die Echsen machen das. Die Echsen, die weg. Okay, gut gemacht. Gute Arbeit. Warum ist die Schlacht noch nicht fertig? Kommt da etwa noch was? Kommt etwa noch was? Das sind die Kamikazen! So viele wollten die zurückhaben. Und hier sind sie. Aber ich glaube, die können fast nichts ausrichten. Oder doch? Oder doch? Die rennen einfach weiter. Genau für solche Missionen haben wir Katzen. Kommt schon. Ich hoffe gerade so krass, dass die Kamikazen gewinnen. Bitte. Wie die alle durch die Luft fliegen, als wären sie Puppen. Hä? Die rennen denen sogar noch nach. Ach, die sterben gar nicht mit einem Schlag. Die leben immer weiter, oder was? Guck mal. Was? Ich würde den einfach immer wegkicken. Das sieht so bescheuert aus. Ich bitte euch. Ah! Wir können das klären. Wir können das klären mit Worten. Ah! Ich glaube, diese Schlacht würde Stunden dauern. Ich gebe hier ein Unentschieden. Wir haben Shrek.
der sich wieder in Kampfschale geworfen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du siehst voll aggressiv aus. Shrek muss heute seinen Sumpf verteidigen. Sieht ein bisschen sauber aus für einen Sumpf, aber ich lasse es mal durchgehen. Denn angreifen werden Shrek heute keine Soldaten, zumindest keine normalen, sondern Stickman. Grüne, gelbe, rote und blaue Stickman. Du bist so langsam, würdest du dieses Ding fallen lassen, wärst du vielleicht ein bisschen schneller und so viel Rüstung ist auch übertrieben. Aber nur gut, wie du willst. Kommt her, ihr könnt mich mal. Mein Sumpf! Lass meinen Sumpf in Ruhe. Das sieht voll cool aus mit den ganzen Farben. Die Strichmännchen verschwenden ihre Zeit hier. Das lohnt sich gar nicht. Ich glaube, es ist ziemlich klar, wer diese Schlacht gewinnt. Wir müssen uns das, glaube ich, nicht zu Ende ansehen. Aber ich muss sagen, dass es rein von den Farben her irgendwie ziemlich schön aussieht. Das ist das Pokémon-Logo. Shrek muss sowieso seine Kräfte sparen. Er muss nämlich bald gegen den Endboss ran. Ja, habt richtig gehört. Thanos ist immer noch da. Er wurde zwar letztes Mal besiegt, aber deswegen ist er nicht weg. Willkommen in der Arena. Das heutige Wetter? Meist sonnig mit ein bisschen Sonne. Ah, okay, hier haben wir etwas, was sich sehr viele gewünscht haben. Marvel-Helden gegen DC-Helden. Und eigentlich sind ja alle Superhelden, aber halt von einem anderen Verlag. Und Joker ist auch dabei. Frag mich nicht, warum. Los! Auf geht's! Oh! Oh, that's hot! That's hot! Okay. Der Joker komplett fertig gemacht vom Hulk. Oha, in die Wand getreten. Okay, oh, Iron Man und Captain America sind... Was? Und da kommt einfach Hulk und kickt alle weg. Hulk ist überhaupt nicht OP oder so. Oh, oh, jetzt wird er in die Ecke gekickt. Er wird hier richtig gemobbt. Batman sagt so, Moment, Sir. Und Hulk... Halt's Maul. Und Hulk hat gewonnen. Das ist das Gesicht eines Siegers. Vielleicht könnte man in dieser Arena auch mal so ein Turnier veranstalten, wo wir rausfinden, welche Einheit die beste ist in diesem Spiel. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee. Ah, ich liebe eigene Ideen. Ich habe die vier DC-Charaktere rausgeworfen. Jetzt haben wir vier andere Marvel-Charaktere. Mal gucken, ob sich jetzt was ändert. Ich meine, Hulk ist sowieso OP, aber jetzt hat er noch Groot als Gegner, wer weiß. Ich denke, Groot kann sicher gut dagegenhalten. Nö. Wow. Iron Man schon wieder down, der Typ kann einfach gar nichts. Da kickt sie jedes Mal komplett ins Nirvana und die stehen immer wieder auf und rennen wieder auf ihn zu, damit er sie wieder wegkickt. Okay, ich habe die vier stärksten Helden genommen. Können sie zusammen... Können sie zusammen Thanos besiegen? Wer weiß. Thanos ist einfach so brut. Yo, warum ist er so schnell? Haben die ihn schneller gemacht oder so? Er hat schon gewonnen. Er hat bereits gewonnen. Da hat mir der alte Thanos besser gefallen. Der war nicht so komplett OP. Komm schon, den könnt ihr besiegen. Oh! Der Hulk hat ihn gerade geschlagen. Ich glaube, das könnte echt ein Battle auf Augenhöhe sein. Vielleicht auch nicht. Warum machst du so viel Schaden? Du violettes Avocado-Gesicht. Heute haben wir wieder die Thanos-Armee in der Arena. Und als Gegner haben wir... Ihr dürft jetzt gerne raten, aber damit habt ihr sowieso nicht gerechnet. Es ist Jesus. Wir haben eine Armee von Jesuses. Oder was auch immer. Kann wenigstens Jesus Thanos besiegen? Ich hoffe es. Okay, wow. Was machen die genau? Die treten die Luft, machen Wirbelstürme und schießen Katapultkugeln oder was? Ich frage mich aber, was hier genau passiert. Was ist da los? Stirbt hier überhaupt irgendjemand? Es geht gefühlt endlos lange so weiter. Was macht ihr mit dem armen Jesus? Lass das doch. Wie können die Leute sowas feiern? Die stehen hier und haben den Spaß ihres Lebens und sehen einfach nur das. Dieser Mann hat aufgegeben, schaut sich nur noch die Wand an. Ach, was ist mit denen hier los? Hä? Die rennen in der Luft. Das sollte eigentlich nicht Thanos machen, sondern sein Gegner. Sein Gegner ist dafür bekannt. Ah ja. Alles klar, jetzt hat die große Wanderung begonnen, oder was? Nach dem Kampf reichen sich alle die Hand und laufen dann über den Strand. Was gucke ich mir hier an?
Was ist das? Die haben alle keinen Bock mehr, die laufen einfach wieder nach Hause oder was? Zurück in die Arena mit euch! Wie so ein Haufen verunsicherte Erstklässler auf ihrer ersten Schulreise. Ich hab, was macht ihr mit Thanos? Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Die kämpfen ja nicht mal. Die schweben einfach irgendwo rum. Oh, er tut es! Er tut es! Jesus läuft über Wasser! Die Legenden sind wahr! Oh. Da ist er wieder! Warum rennt er so? Beeil dich! Sonst kommst du zu spät zur Party! Ja, ich hab das Spiel kaputt gemacht, ne? Was? Alter, was ist hier los? Go, go, go! Du schaffst das! Was gucken die sich eigentlich an? Was machen die? Und die hier haben noch nie ein Feuer gesehen, oder was? UEBS steht halt auch für... ein Bösewicht schwebt. Jetzt kommt das Finale, Leute. Das Finale, auf das wir alle gewartet haben. Meine Damen und Herren, das große Finale. Unser violettes Piercing-Gesicht Thanos gegen den nicht so kinderfilmwürdigen Shrek. Shrek hat extra trainiert für diesen Tag. Er hat hart trainiert. Ich glaube, er hat jetzt irgendwie 999 Millionen Leben und macht irgendwie 999 Millionen Schaden. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das gegen Thanos überhaupt reicht. Thanos aus Endgame, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Film aller Zeiten, der dieses Jahr rauskam. Shrek hat auch bald einen neuen Film. Shrek 5 kommt auch dieses Jahr raus. Aber kommt da nicht noch ein großer Film raus? Jemand hat das Wasserloch vergiftet. Hä? Wer hat das gesagt? Jetzt mal ohne Spaß, wo bist du? Ich hab dich doch platziert. Wo bist du? Ah, da! Woody! Aus Toy Story. Ich glaube, das ist das einzige Finale, was man in diesem Spiel machen kann, was irgendwie Gewicht hat. Okay, los geht's. Ich hab Geld auf Shrek gesetzt, enttäusch mich nicht! Bitte Thanos, boxe nicht direkt weg, okay? Oh! Läuft einfach durch ihn durch! Thanos ist tot! Thanos ist einfach tot! Oh mein Gott! Super Shrek hat gerade einfach seine Rivalen gekillt. Okay, ändert sich das, wenn ich den stärkeren Thanos platziere? Alter! Und hier habt ihr die Antwort, Leute. Der einzige Held, der Thanos aufhalten kann, ist Shrek! A.K.A. Super Shrek! Ja, Leute, dann wär's das gewesen mit dieser Folge. Üps! Wie gesagt, falls ihr Vorschläge habt, rein in die Kommentare damit. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.